Stunde. Ah, mein Kopf. Ja, mir geht's ähnlich. Wein nicht rum. Verdammte Infektion. Da muss sie jetzt durch. Wir brauchen noch 3 Level, um zum Erzberserker zu werden. Das werden wir heute, glaube ich, nicht mehr machen. 3 Level sind... Das braucht einen Moment Zeit. Wir haben eine Quest, die besagt, dass wir in ein Chemiewerk eindringen sollen. Wir sollen den Outlaws helfen. Genau. Also diese Quest und die höhere Laufbahn sind quasi ein und dieselbe. Die können wir vielleicht mal einfach zumachen. Zack. Ja. Nichtsdestotrotz sollten wir Baxter wahrscheinlich helfen. Mit Kaya müssen wir nochmal sprechen. Ja, und dann haben wir noch ein paar kleinere, die wir jetzt erledigen müssen. Ich denke, wir werden mal Dixons Postbote angehen. Mal gucken, wie lange das dauert. Hier ist Dixon. Ah ja, wir sollten ja am nächsten Tag wiederkommen. Ich denke, das sollte jetzt dann eigentlich passen. Wegen der Lieferung. Du kommst gerade richtig. Hier. Ein Blumenstrauß. Okay. Für wen sind die? Jetzt steck sie doch nicht so achtlos ein. War eine Heidenarbeit, das Gestrüpp zu beschaffen. Musste einige Gefallen einlösen und Zigaretten eintauschen. Karakis ist schließlich nicht Edan. Bin froh, dass überhaupt ein kompletter Strauß dabei rumgekommen ist. Kannst dir sicher eh schon denken, wer der Empfänger ist. Eine Frau? Richtig. Meine Frau, um genau zu sein. Hör zu, in die Nähe des Kraters kann ich nicht. Baxters Leute würden mich sofort ansacken. Deswegen muss jemand anderes den Überbringer spielen. Gut, ich spiele den Boten. Glaub mir, der Gang wird dir leichter fallen, als eine Kippe zu drehen. Und wie heißt deine Frau? Sophie, du findest sie nördlich der Kraterstadt. Ah, und danke. Das bedeutet mir viel. Hast einen gut bei mir. Ich brauche eine genauere Beschreibung, wo ich deine Frau finden kann. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Kraterstadt hat mehrere Ein- und Ausgänge. Nimm den nördlich gelegenen, der nicht nach Ignadon führt. Dort findest du sie schon. Bleib einfach etwas außerhalb der Stadtmauer. Okay. Na dann. Uiuiui, das hat aber jetzt gerade geleckt.
auf dem Friedhof. Okay. Also ich bin mir nicht sicher. Ob ich hier irgendwas von mitnehmen will. Ich glaube, das würde ich ehrlich gesagt lieber nicht machen wollen. Gut, wenn Erz rumliegt, das nimmt man mit, aber alles andere werde ich hier mal echt nicht anfassen. Sophie und Mathilda. Hier liegt also Dixons Familie. Ich schätze, das war es, was Dixon von mir wollte. Okay. Und jetzt warten da Gestalten auf mich, oder wie? Hey Arschloch, hier drüben! Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Aber ich hab den anderen gleich gesagt, früher oder später flennt er sich am Grab seiner Alten aus. Dale, der sieht gar nicht aus wie Dixon. Fresse halten! Natürlich ist er das! Warum sonst hat er das Gemüse dort abgelegt? Ich glaube, sie hat recht. Das ist er nicht. Klappe zu! Ich bin der Boss und ich weiß, wen ich vor mir habe. Warum fragst du ihn nicht einfach? Ich gebe hier die Befehle. Du da! Bist du Dixon? Ja oder nein? Erst sagst du mir, wer euch geschickt hat. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Raus mit der Sprache. Bist du Dixon? Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ach, wirklich? Und wie heißt du? Jax. Reicht das? Der Name bedeutet Ärger. Lass uns abhauen. Nichts da. Wir bringen das jetzt zu Ende. Ohne mich. Ich bin raus. Bleib hier! Der verscheißert uns doch. Oh, langsam wird es mir zu bunt. Wenn ich deinen Kopf abliefere, werde ich wissen, ob es der richtige war. Ich mach's kurz. Tut garantiert nicht weh. Den erledige ich. Manche Leute lernen nie dazu. Okay, dann war wohl ein Kopfgeld auf den Dixon ausgesetzt. Mich würde ja ernsthaft interessieren, wer den Bounty aufgegeben hat. Lieferung. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war, aber es hat sie glücklich gemacht. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich bin außerdem noch ein paar Kopfgeldjägern begegnet. Sie dachten, ich wäre du. Vielleicht hätte ich dich vorwarnen sollen, aber ich dachte mir, wenn ich dich schicke, passiert nichts.
Du siehst mir ja nicht gerade ähnlich. Erzähl das dem Kerl, den ich beerdigen musste. Hör zu, Kumpel, ich weiß, dass ich dir viel zugemutet habe. War nicht meine Absicht, dass du in die Schusslinie gerätst. Aber wenn man ein gutes Blatt in der Hand hat, spielt man es aus und lässt es nicht liegen. Schon gut, kein Problem. Danke, auch im Namen meiner Familie. Hier, aus der persönlichen Reserve. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste, war damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und niemand kannte den Grund für das Feuer? Nein, das war aber auch nicht nötig. Hast du dir die Hütten im Krater mal angesehen? Ein Funke oder ein Kurzschluss reicht, um dort etwas in Brand zu setzen. Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Alright. Dann haben wir auch die Quest erledigt. Na komm, wir gehen in die ins Chemiewerk. Wo ist das? Oh, das ist ja gar nicht so weit weg. Zack. War hier schon jemand drin? Ich glaube nicht. Alter Vater, macht die Schaden.
Viele tote Winkel entdeckt. Erhöhe Gefahrenstufe. Starte erweiterte Sensoren. Was auch immer du. Die sind ja eklig. Die mag ich nicht. Die geben ganz komische, unangenehme Geräusche von sich. Aber gut, das haben sich die Entwickler wahrscheinlich auch gedacht. Ich merke gerade, ich mache bei denen gar keinen Giftschaden. Das ist ja mal genial. Gut programmiert. Natürlich, Maschinen haben keine Affinität auf Gift. Geil. Really, really geil. Was ist das da? Komm. Erfahrungspunkte. Okay.
Hier ist der Ort, von dem Tialk gesprochen hat. 34-5-201. Datenübertragung starten. Abzug der feindlichen Truppen im Planquadrat A120 zu B609. Scheiße. Warnung. Externe Sensoren verzeichnen Bewegung. Starte Ortungsalgorithmus. Analyse. Humanoide Einheit. Hohe Wandlungsaktivität. Crony? Bist du das? Was hast du getan? Ich bin Cassandra, Kontrolleinheit 0. Meine externen Sensoren identifizieren die zweite humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist deine Urform? Ich verstehe, du hast meine Drohne gekapert. Du bist die Stimme des Feindes, die künstliche Intelligenz des Hauptformers der Skyans. Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Ja, deine Kreaturen haben mich bereits infiziert. Aber so leicht ergebe ich mich eurer Seuche nicht. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Das könnte dir so passen. Wovon redest du überhaupt? Was ist die Urform? Die erste humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist sie? Wo ist die Urform? Sehr beruhigend, dass dir offensichtlich nicht alles über unsere Spezies bekannt ist. Das bedeutet, du bist nicht allwissend, nicht unfehlbar. Und damit auch nicht unbesiegbar. Trägt diese erste Anomalie auch einen Namen? Wo ist Dawkins? Wo ist die Urform? Dawkins. Wer auch sonst. Dieser Kerl wird noch einmal mein Untergang. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Jetzt hör mal gut zu, du Schaltfehler. Ich werde dir gar nichts sagen und auch nirgendwo hingehen. Ich werde deinen Stecker ziehen und danach deine Schaltkreise rausreißen. Analysiere. Wo ist deine Urform? Wo steht dein Zentralrechner? Analysiere. Was denn? Das war's schon? Ein paar Widerworte und du kriegst einen Kurzschluss? Commander? Ah, schade. Ich kam gerade in Fahrt. Starte Selbstdiagnose-Algorithmus. Gib dir keine Mühe, Crony. Sie ist weg. Ich verzeichne eine feindliche Übernahme meiner zentralen Systeme. Ja, schraub dir besser mal ein paar mehr Sicherungsbolzen in deine Synapsen, mein Freund. Sie wird das mit Sicherheit noch einmal versuchen. Positiv. Joa, dann haben wir jetzt gerade die KI. Hoppala, was ist denn hier los? Auf wen schießt du? Aha. Okay.
uns immer noch viele Rätsel auf. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Es war definitiv nicht die feine Art, wie ich mich aus dem Staub gemacht habe. Aber anders wusste ich mir nicht zu helfen. Endlich kann ich wieder atmen und mein Leben neu sortieren. Die ständigen Kontrollen habe ich einfach nicht mehr ertragen. Wenn ich das Haus betreten oder verlassen habe, musste ich mich in eine Liste eintragen. Das ist doch krank. Ich habe Julia gesagt, dass ich Zigaretten hole. Da sie in der Badewanne lag, konnte sie mir nicht schnell genug folgen. Bitte kümmere dich um sie. Du bist ihr Bruder. Vielleicht schaffst du es, sie zur Vernunft zu bringen. Sie braucht dringend Hilfe. Joa. Dann haben wir jetzt die Chemiewerk-Quest scheinbar auch soweit erledigt. Zumindest sieht es mir danach aus. Ja. Okay, dann sprechen wir doch mal mit Kaya. Und danach werden wir mal das Inventar ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich habe jetzt hier einiges an Stuff eingesammelt, den wir dann auch verarbeiten, verwerten, verwursten können, wie auch immer. Ja, wir haben auch zwei Behemoths gelegt. Die können wir in jedem Fall auch mal in Tränke umwandeln. Ich glaube, die bringen Intelligenz. Ich bin mir nicht sicher. So, mal prüfen dann. Wo soll die denn hier stehen? Ach, hier geht eine Treppe hoch. Okay.